So, meine erste Frage, erstmal, bevor ich Fragen stelle, begrüße ich erstmal diejenigen, die jetzt erst frisch zur Konferenz dazugekommen sind. Ich glaube, das gibt es nämlich auch. Wer ist denn jetzt gerade erst frisch hier eingerollt? Ja, sehr gut. Dann herzlich willkommen auch euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben, also ich blicke schon auf zwei reiche Einheiten zurück. Ich fand gestern Abend unglaublich intensiv. Und heute Morgen hat mich der Martin auch schon beschenkt mit einem sehr wertvollen Impuls. Und die Birgit mit einem sehr persönlichen. Also wir sind schon mittendrin. Aber ich glaube, es kommen auch noch richtig coole Sachen, richtig schöne Sachen. Wir erwarten von Gott, dass er was tut, dass er in uns was bewegt. Genau, die Regeln haben sich, glaube ich, rumgesprochen. Auch für die, die frisch da sind, am Platz dürft ihr die Masken absetzen und zum Rumlaufen dann wieder aufsetzen. Und ich habe hier vorne den Philipp und die Susi, weil wir wollen euch so ein bisschen als Leitungsteam mal so ein Stück den Moment nutzen, um euch abzuholen, wo die Reise, wo wir denn gerade so unterwegs sind. Habt ihr denn Mikros? Ne, ihr habt keine Mikros. Aber ich kann euch auch einfach meins gleich weitergeben. Philipp, ich möchte jetzt mal dich fragen. Und zwar, jetzt ist ja der Leitungswechsel schon 6 Monate her. Und jetzt so in der Politik ist es ja oft so, dass es dann irgendwie so 100-Tage-Programme gibt. Das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt das Kirchennächste, aber ist ja schon so nach einem halben Jahr so die Frage, auf was blickt man denn zurück? Und von daher die Frage an dich, worauf blickst du gern zurück? Wo sagst du, das war jetzt total wertvoll in diesem ersten halben Jahr Leitung? Ich finde, das Wichtigste sind immer wieder die Geschichten, die wir erleben. Miteinander und mit Gott. Und die waren in den letzten Monaten da. Also angefangen damit, dass beim Gottesdienst vom Leiterwechsel der Reinhard Rehberg gepredigt hatte und einen Aufruf gemacht hat, wer sich nochmal bewusst und neu zur Gemeinde stellen möchte. Und im Nachgang bin ich unter anderem auf den Emanuel Chao zugegangen, habe ihn gefragt, hör mal, könntest du dir vorstellen, in die Gottesdienstleitung einzusteigen? Und er meinte dann so, Philipp, ich habe von zu Hause zugeschaut, aber ich bin auch aufgestanden. Und du weißt ja, was das bedeutet. Und wenn du mich brauchst, bin ich da. Und es hat mich so tief berührt irgendwie zu erleben, wie er und dann auch andere, es war jetzt so eine Beispielgeschichte, einfach gesagt haben, hey, wir wollen mitmachen, wir sind dabei. Und das bewegt mich. Und ich glaube, dass damit auch Gemeinde gebaut wird. Trotzdem, dass wir diese herausfordernde Zeit haben mit Corona, trotzdem, dass wir ja in Krisenzeiten wie Corona wird ja auch ein bisschen deutlich, was eigentlich als Entwicklung da ist, so, weil es einfach beschleunigt wird. Und es ist eben auch eine herausfordernde Zeit. Aber gleichzeitig bin ich unglaublich dankbar für euch, für all die Menschen, die in dieser Gemeinde sind, die die Gemeinde ausmachen, weil die Gemeinde ist nicht die Leitung, sondern die Gemeinde sind wir alle. Und das finde ich wichtig. Ein zweites Highlight für mich in den letzten Monaten, wenn ich das noch kurz ansprechen kann, ist, was wir als Leitungsteam erleben und erlebt haben. Wir hatten uns Ende April zusammengesetzt, weil wir empfunden hatten, wir müssen uns einfach mal connecten und austauschen, wo schlägt eigentlich unser Herz für diese Gemeinde, in welche Richtung wollen wir gehen. Und wir haben uns Zeit genommen, dann hatte die Renate Henning uns angeboten, einen Workshop mit uns zu machen. Und mir hatte das total imponiert, was dabei rumgekommen ist. Wir hatten unter anderem einen DISC-Test gemacht, für diejenigen, denen das was sagt, das ist so ein Persönlichkeitstest. Und für uns alle drei waren das so Aha-Momente, wo wir gemerkt haben, ah ja, stimmt, so ticke ich ja. Und gleichzeitig auch so zu erkennen, was macht unser Team aus? Und das finde ich mega wertvoll, so zu erkennen, so hey, was macht dich aus, Paul? Was macht dich aus, Susi? Was macht mich aus? Und wie können wir gut miteinander funktionieren? Und ich glaube, dass uns das einen riesen Schub gegeben hat, so in den letzten Wochen schon. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dieses Momentum, was bei uns in der Leitung entsteht
und am Entstehen ist, ich glaube, das ist ein Prozess gerade noch, dass der irgendwo weiterkommt, dass ihr da einfach auch mit hineinkommen könnt. Jetzt nicht als Druck, sondern einfach so, weil ihr merkt, dass was passiert. Ja, danke. Susi, dann die nächste Frage an dich. Jetzt haben wir gerade ein bisschen zurückgeblickt mit dem Philipp zusammen. Mit dem möchte ich gerne die Frage andersrum stellen, nach vorne hin. Wo ist dein Gefühl so, wie Gott uns gerade leitet als Gemeinde? Wo Gott uns so hinführt? Also die Kommunikation untereinander nimmt zu. Das merkt man über die Chats auch. Und auch über dieses, das wieder vor Ort, dass man sich wieder mehr zusammenfindet. Was mir auffällt, ist auch dieses gemeinsame Beten hat zugenommen und die Sache mit Stolberg, also diese Flutkatastrophe, die uns da überrollt hat, das hat was mit uns gemacht, so dieses nach außen gerichtet sein und tatsächlich auch so eine riesen Spendenbereitschaft bei uns in der Gemeinde. Und ich habe so dieses Gefühl, dass was uns auszeichnet, ist Beten und Geben als Gemeinde. Das ist was sehr stark ausgeprägt ist und wo ich auch denke, dass Gott diese Treue sieht. Und ich bin gespannt, wie es wird und wo Gott uns weiterhin führt. Was ich dabei den Prozess auch total spannend finde, ist, dass wir ja für uns gesagt haben, als Leitungsteam erstmal, wir möchten wieder mehr nach außen gerichtet hin unseren Blick weiten. Und ich meine, das war im April, dann haben wir angefangen, im Mai drüber zu sprechen und im Juni und dann kam die Flutkatastrophe und plötzlich sind wir mittendrin irgendwie so, also wo ich das Gefühl habe, ja, wir sind schon in die Richtung unterwegs gewesen und dann überspült uns Gott quasi irgendwie mit der Situation, die dann einfach so kommt. Und auf der anderen Seite merke ich aber, dass oder merken wir, glaube ich, alle gemeinsam irgendwie, dass das nichts ist, was wir irgendwie als Leitung machen können und es ist auch nichts, was wir als Leitung einfach so machen wollen, sondern wir wollen kein irgendwie Programm irgendwie abfeuern oder sowas, sondern was uns total wichtig ist, ist, dass jeder so in die Berufung irgendwie reinkommt, die Gott für ihn hat und dass wir nicht irgendwie anfangen, irgendwie Löcher zu stopfen, wo gerade irgendwo was fehlt. Löcher gibt es immer genug in der Gemeinde, sondern dass wir dahin arbeiten wollen, dass jeder so seinen Platz findet und dass Gott an die Herzen anklopft und dass da ganz viel Raum dafür da ist, darauf zu antworten, auch mit der Leidenschaft, von der du, Martin, gesprochen hast heute. Genau, und das begeistert uns, wenn wir da hier diesen Impuls, den wir jetzt dieses Wochenende so von dir, Martin, von dir, Georgia, von dir, Birgit, mitbekommen. So dieses, wir hatten gestern Abend sehr viel über die Anfänge gesprochen. Und wenn man da hinschaut, das ist nicht diese Nostalgie. Du hattest es gestern Abend schon auf den Punkt gebracht, Martin. Nicht so dieses, ach, damals, in den guten alten Zeiten. Also so, darum geht es einfach nicht. Sondern was war damals, was uns heute helfen kann, wieder neu durchzustarten und im Heute zu sein. Weil Gott ist zwar der gleiche gestern, heute und morgen, aber die Zeiten ändern sich und Gottes Reden ist, dass es ein Schritt weiter ist. Es ist heute eben. Und da einfach anzupacken, zu sehen, uns danach auszustrecken, was hat Gott heute? Und das begeistert mich, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich freue mich auf die vielen Zeiten. Ja, ich glaube, das ist es so. Was hat Gott für eine Geschichte heute mit uns als Vineyard Aachen? So, welche Geschichte möchte Gott durch uns und mit uns gemeinsam schreiben? Und ich glaube, da sind wir total gespannt drauf, auf die... Ja, aber jetzt, aber hallo. Seid ihr schön müde vom Kuchen? Kommt so eine gewisse Mattigkeit über euch? So? Das war wahnsinnig interessant.
Ich wurde nie müde, bis jetzt, wo ich älter bin. Also ich wusste nie, wenn Leute Mittagsschlaf machten, wusste ich gar nicht, was die haben. Heute können die bei mir 2 Stunden dauern. Du, und ich bin total weg. Ich sage dann zu meiner Frau, du, ich war im Koma. So komatös. Übrigens, das mit den Disk-Tests zum Beispiel. Susanne, wo bist du? Ja, bist du ein SI? Das G habe ich nicht gewarnt. Ohne D, ja, da habe ich schon gedacht. Hey Philipp, du hast bestimmt etwas G. Aber bist du IG? IS? Ja, die sind angenehme Bürger. Die gehen. Ja, gut, in anderem Zusammenhang. Also, meine Frau, damit wir auch das aufdecken können. Meine Frau ist D wie Dora und I wie Ida. Ja, D-I. Und ich in meiner Wenigkeit, ich bin das ist abwechslungsweise, manchmal ID, aber auch DI. Und wenn 2 DIs zusammenleben, dann haben die ja so gewisse Diskussionsbedarf. Ja? Versteht die überhaupt, was das DISG soll? Wer hat keine Ahnung davon? Ja, vergesst es, so wichtig ist es nicht. Der Punkt, meine Frau korrigiert mich zum ersten Mal in meinem Leben. Aber ich habe es ja auch nie gebraucht. Ja, jetzt wird es schwierig. Nö, aber Georgia hat schon recht. Wenn ein neues Team zusammenwächst, sind solche Hilfsmittel äußerst gut, weil man sich gegenseitig besser versteht. Und weil man nachher weiß, ja, der hat eine Persönlichkeit, die ist so stetig, weißt du, so. Ob Wind oder Wetter, immer gleich. Gell? Oder du hast den genauen, der das alles ganz genau wissen muss. Oder du hast den D, der so. Oder der I, ja, hallo, wie geht's? Und dass wir lernen, miteinander umzugehen. Hey, ich bin so dankbar für euch als Team. Habe auch den Eindruck, euer Team ist eigentlich noch nicht ganz fertig. Gell? It's under construction. Ja, under construction. Da könnte sein, dass die eine oder andere Person dazukommt, aber ihr seid richtig gut unterwegs. Ich möchte euch noch sagen, weil das ist ja meine Gelegenheit, überhaupt noch was zu sagen. Gut, die Gelegenheiten ergeben sich. Aber ich möchte einen Finger auf etwas legen, nicht im Negativen. Ihr habt als Vignette Aachen eine Kultur, Gemeindekultur entwickelt. Mit allen Stärken und Schwächen, die auch von Birgit eingeflossen sind. Ja? Und da hat Birgit, Georgia beinahe gesagt, also Birgit hat unglaubliche Stärken. Ich habe sie immer bewundert. Und das, was mich am meisten aus den Schuhen gehauen hat, ich habe immer gedacht, Menschen, die mit Pferden was tun, die sind komisch. Und ich habe ein vollständiges Versöhnungserlebnis gemacht mit Birgit, denn ich konnte sehr gut mit ihr, obwohl sie Pferde liebt. Also das ist für mich so ein Running Gag, wenn einer mit Pferden so, aufpassen, da wird das Leben kompliziert. Das war es absolut nicht. Birgit hat einen Teil von D, ja,
Also sie hat eine Stärke gebraucht, sie ist eine Single-Frau, sie hat eine Gemeinde aufgebaut, sie hat ökumenische Beziehungen entwickelt, sie hat sich dafür auch einen Namen gemacht hier in der Stadt, sie hat GGE, sie hat geistliche Übungen entwickelt. Diese Frau hat Power. Und eine Frau mit Power, die wird geliebt und manchmal wird sie gefürchtet. Ja? Und je nachdem, besonders Männer reagieren auf Frauen mit Power unterschiedlich. Ja, da gibt es also die Männer, die müssen dann sofort so in Abwehrhaltung. Ja. Dann gibt es Männer, die bewundern das. Ich gehöre zu dieser Sorte, Birgit. Ich habe ja so eine Frau, eine starke, und ich finde das Schönste, was es gibt, ist eine starke Frau. Da kannst du nämlich dran wachsen und die hilft dir, zu der Person zu werden, die du bist. Aber nicht jede Person reagiert gleich. Das müsst ihr verstehen. Ihr müsst als Gemeinde verstehen, dass wir als Menschen immer auf Persönlichkeiten reagieren. Die einen reagieren gut, die anderen weniger gut. Was uns dabei hilft, ist zu sehen, in jeder Stärke liegt eine Schwäche. Aber auch in jeder Schwäche liegt eine Stärke. Und im Alltagsmiteinander reiben nur die Schwächen, nicht die Stärken. Ja, die Stärken nehmen wir als selbstverständlich entgegen. Die Schwächen stressen uns. Okay, soweit, so gut. Jetzt kommt ein Leiterwechsel. Ja, neues Team, neue Persönlichkeit. Jetzt geschieht etwas. Die Kultur verändert sich. Und das Herausfordernde an der Kulturveränderung ist, dass sie Unsicherheit hinterlässt. Ja, wohin will jetzt die Gemeinde? Und also bei Birgit wusste man immer, woran man ist. Ja, ja, die wollte immer was von mir. Ja, und da fühlten sich einige ausgebeutet und gebraucht. Ja, okay. Und jetzt kommt eine Kulturveränderung und jetzt, du, was wollen wir überhaupt? Was ist überhaupt unsere Situation und Sicht? Und irgendwo dann gefühlt, ja, aber die ist nicht mehr so, wie es war. Ja? Und dann kommen wiederum durch die andere Persönlichkeit, hallo Amy, da kommen so Entwicklungen auf, innerlich, mit denen muss sich eine Gemeinde unbedingt auseinandersetzen. Weil, hallo Liebe, weil das Leben wird nicht mehr gleich sein. Aber ihr könnt euch nicht zurücksetzen und warten, bist du hingefahren? Ihr könnt nicht euch zurücksetzen und warten und denken, ja, das kommt dann schon irgendwie. Nein, das kommt eben nicht irgendwie. In diesem Prozess der Veränderung seid ihr miteinander. Und es ist so wichtig für das neue Team, dass sie merken, ihr geht mit ihnen in diese Veränderung. Und dass sie da in den ersten 2-3 Jahren viele Fehler machen, das liegt auf der Hand. Denn wir alle machen immer Fehler. Also ich bin Weltmeister im Fehler machen. Ich glaube, so viele, wie ich gemacht habe, hat keiner gemacht. Das Gute dabei ist, unter diesen vielen Fehlern meines Lebens hat es auch Entscheidungen gegeben, die waren fundamental richtig. Ja, aber du kannst nie nur das eine haben. Ich muss mich ja mit meinen Stärken und Schwächen auch abfinden. Ja, deshalb hat Jesus sich erbarmt und mir meine Frau gegeben. Er hat gedacht, er schaut runter und sagt, der schafft das nie. Nein, der schafft das nie. Dem muss ich jung schon eine Frau geben, dass er überhaupt eine gewisse Chance hat. Versteht ihr diese Dynamik? Das ist wichtig und es ist wichtig, dass ihr in diesem Prozess als ganze Gemeinde geht und nicht mal darauf wartet, ja, mal schauen, was die Susanne, also für mich ist sie keine Susi. Ja, also wirklich keine Susi.
was die Susanne, was die mal bringen wird. Oder mal schauen, was Paul bringt. Ja, oder Philipp oder Monika. Ich finde das unfair. Ich glaube, ihr habt als Vineyard Aachen Verantwortung, miteinander Gottes Stimme zu hören. Und in der Veränderung, in der er steht, von einer Pionierleitung, ja, also Birgit ist jetzt so ein Ausbund von Pionieren. Gebt ihr was Neues und sie rennt. Wenn die die ganze Zeit dasselbe machen muss, ist sie unerträglich. Aber jetzt kommt der Philipp mit Monika. Und Philipp ist nicht ein Pionier. Der ist ein Veredler. Versteht ihr das Wort? Er veredelt Dinge. Veredler analysieren zuerst, nehmen sich Zeit dafür. Dann überlegen sie sich, wie können wir das, was wir machen, besser machen. Und je nachdem, wie du selbst gestrickt bist, ist ein Veredler für dich ein massiver Stress. Ja, da geht ja nichts. Ja? Oder ein riesiger Segen, endlich. Ei, jetzt bin ich schon 20 Jahre in der Vineyard Aachen. Ah, habe ich gelitten. Endlich. Endlich wird Gottes Wille beachtet. Ja, versteht ihr? Aber eigentlich ist es nur die Art, wie euer Herz darauf reagiert. Aber dieses Team braucht jetzt Unterstützung und was ich denke, Unterstützung nicht einfach, schauen wir mal, die machen das schon recht. Was ich meine ist, Gemeinde lebt davon, was jeder Einzelne in der Gemeinde als Auftrag von Jesus empfängt. Ich habe gestern was gesagt, was man falsch hören könnte, besonders Machertypen, die kriegen dann die Schockstarre. Ja, wenn ich sage, wir wollen uns nicht über das Tun definieren, ja, sondern über das Sein, dann hören die was anderes. Die hören, jetzt sollen wir nichts mehr tun. Ja, ihr habt das nicht gesagt. Ihr habt nicht gesagt, nichts mehr tun. Was ich sage, ist die Erwartung, dass da das Leitungsteam jetzt quasi ein volles Programm auf die Beine stellt, die volle Vision, die Klarheit über die Zukunft, die Finanzen und dann möglichst positiv Mitarbeitende findet und das leitet in einer Art und Weise, dass ich vollständig befreit bin von irgendetwas und genießen kann, was Jesus mir gibt. Das ist natürlich Quatsch. So war es gar nie gedacht, sondern vielmehr eure Chance ist im Moment, achtet, was sagt Gott zu eurem Herzen. Wo möchte er euch im Rahmen der Gemeinde brauchen? Das Programm der Gemeinde wird am Ende nicht von der Leitung erstellt, sondern von den Menschen in der Gemeinde. Und die Leitung ermöglicht das, was Gott den einzelnen Menschen in der Gemeinde zeigt. Hallo? Habt ihr es gehört? Hey, das ist ein Paradigmenwechsel, weil in normaler Gemeinde, freikirchliche Gemeinde, erwartet man ja die Pastöse und der Pastor, oder wie heißt das weiblich? Die sind zuständig für all das und ich sage euch, das ist nicht wahr. Ihr seid als Gemeinde zuständig. Und die Aufgabe der Leiterschaft ist es, gemäß Epheser Kapitel 4, auszurüsten, vorzubereiten, zu trainieren und ich denke, zu ermöglichen, dass das, was Gott den Einzelnen zeigt, möglich ist. Heißt das, dass der liebe Philipp, wenn ich einen Furz habe, jetzt sofort ein Team entwickelt für mich? Nein, das heißt es nicht. Sondern wenn du etwas hörst, zum Beispiel hörst du einen Besuchskreis für Rentner in Aachen. Das ist nur ein Beispiel, ja. Ich meine,
dass man Rentnerinnen und Rentner besucht in Altersheim, Pflegeheim und was Gutes tut. Und du hörst das so innerlich als Auftrag und du sagst, hey, Paul, darf ich das tun und kannst du mir helfen? Dann müsste Paul richtigerweise sagen, hey, hör mal zu. Wenn Gott das dir aufs Herz gelegt hat, dann suche dir doch eine zweite oder eine dritte Person und beginnt mal. Und wenn wir dann merken, dass der Herr das segnet und sowohl Mitarbeitende kommen als auch Feedbacks kommen, dann überlegen wir, wie wir das ins Gemeindeleben einbetten können und konsequenterweise auch, wie wir das finanziell unterstützen können. Also das Ganze beginnt nicht bei einem Furz, sondern der Furz muss zuerst etwas Material haben. Versteht ihr? Also es muss sich etwas ergeben, etwas nachvollziehen. Gut, das war jetzt etwas vulgär beinahe, ja, also ordinär. Besonders in eurem Kreis hier so gehobene, gebildete, deutsche Klasse geht das nicht. Ich nehme das zurück, den Furz, wie auch das Material nehme ich zurück. Aber ihr habt verstanden, was ich meine, ja. Also es muss sich etwas entwickeln und diese Verantwortung habt ihr. Also wenn du nach Hause gehst nach diesem Wochenende und in der Vineyard Aachen bist, hast du im Grunde genommen den Auftrag zu sagen, Herr, was möchtest du, was ich beitrage in der Gemeinde? Und damit meine ich jetzt nicht Stühle stellen, das muss auch getan sein, versteht ihr? Und jede Gemeinde hat mit den praktischen Dingen meistens eine Herausforderung. Kinderdienst zum Beispiel ist häufig ein Theater, weil die, die es machen, machen es gerne, aber haben keine Perspektive, weil sie denken, sie müssen es jetzt 50 Jahre machen. Ja, das ist ja klar, das müsst ihr bewegen. Aber was die Vineyard Aachen sein wird in 2-3 Jahren, ist davon abhängig, was ihr in euren Herzen zulässt, was Gott zu euch spricht und was sich entwickelt. Und das ist nicht die Verantwortung des Leitungsteams. Ja? Gut, ich meine, ich bin 66, ja, mein Leben beginnt erst und ich darf ja sagen, was ich will. Es liegt mir daran, weil mir an euch liegt. Aber ich hatte eine andere Aufgabe, Georgia, ich bitte dich, mich zeitlich im Rahmen zu halten. Du musst noch klären, wie lange ich soll und darf mit Philipp, Georgia, und dann bremse mich bitte. Das Thema ist eigentlich Jesus weitergeben. Und ich habe gestern und heute so einige Punkte gesetzt. Ein wichtiger Punkt, den ich heute Morgen gebracht habe und den ich denke, ist viel wichtiger. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört. Ohne Gemeinde keine Sendung. Und ich würde beinahe lieber das Wort Gemeinschaft nehmen, weil Gemeinde ist für mich häufig ein Begriff, der für mich zu institutionell ist. Aber Gemeinschaft heißt eben unser gemeinsames Leben. Ohne dass wir das gemeinsam tun, haben wir keine Sendung. Und da kommt bereits die Frage, wie geben wir Jesus weiter für mich rein? Für mich hat es grundsätzlich eine sehr individuelle, persönliche Bedeutung. Also auf der einen Seite dieses Bewusstsein seiner Präsenz in mir und der Präsenz des Heiligen Geistes. Ja? Und ein Beispiel habe ich vor einigen Jahren gebraucht, habe das nicht mehr so viel praktiziert. Ich stehe am Zebrastreifen, heißt er so? Ich stehe am Zebrastreifen, Rotlicht, neben mir steht eine Frau. Und ich sage, Heiliger Geist, strahle jetzt bitte ab auf diese Frau. Ja, und ich tue das, ich stehe da, ich merke, es entwickelt sich für Energie. Wer würde das sagen? Die New Ager, die, ha? Ja, die würden sagen Energie, aber ich schwöre, okay. Und die Frau guckt mich an und fragen, spüren Sie das auch? Und ich sage, was? Ja, da ist so ein Friede. Und ich habe nur für mich gelacht, weil ich
Ist ja klar, ich habe das gebetet. Ist ja logisch. Hab dann aber gar kein Wort gesagt, weil ich war selbst überwältigt von der Tatsache, dass wenn Christus in mir ist, dass das eine Konsequenz hat und auf andere abstrahlt. In der Zwischenzeit kommt es auch etwas auf meine Stimmung an, aber ich gehe auf Menschen zu. Überraschungsmomente, wie ich gestern gesagt habe, mit dieser Nachbarin von Birgit, oder wie ich zum Beispiel auf Wilma zugegangen bin, hat sie beinahe etwas überfordert, dass ich so intensiv und offen auf sie zugegangen bin, sie auch in den Arm genommen habe, taktil, erinnert euch. Aber ich habe gemerkt, da ist wie, sie hat das wie ein Schwamm aufgenommen. Ja, das stimmt, gell? Ja. Und was heißt Jesus weitergeben? Wir müssen uns etwas befreien aus diesem zu engen Denken, evangelisieren die Leute von der Bibelüberzeugung, denn dann müssen die sich bekehren, dann kommt der Heilige Geist, dann, versteht ihr, dieser evangelikale Fahrplan im Leben eines Menschen. Ich glaube, Gott hat viel mehr Wege. Also gestern erzählt mir unser Sohn, die haben einen Kennenlernkurs in der Vinia Bern gehabt. Da ist ein Ehepaar, beides sind Wissenschaftler, Agnostiker, Atheisten eher. Die Frau geht in Bern durch die Straße und hört eine Stimme, ich bin immer bei dir. Diese Frau fühlt sich gedrängt, eine Bibel zu kaufen, hat aber den Text nie verstanden, hat eine Bibel gekauft, liest etwas, geht zu ihrem Mann und sagt, du, ich verstehe das nicht ganz, der kriegt dasselbe Feuer, die erleben Jesus, sind jetzt im Kennenlernkurs in der Vinia Bern. Das heißt, Agnostiker im besten Fall, Atheisten im schlechten Fall, haben eine Gottesbegegnung, die ihr Leben fundamental verändert. Ja. Wer gibt jetzt da was weiter? Versteht ihr? Mein Punkt ist eher, ich bin nichts mehr als eine Brücke, über die der Geist Gottes gehen kann, um Seelen zu erreichen. Das heißt, mein Auftrag ist nicht, dass ich Menschen überzeuge von der Richtigkeit der Bibel. Das Problem ist, die glauben ja gar nicht an das Buch. Das Buch ist denen so fremd wie der Fahrplan der Deutschen Bahn. Und genauso ein Mysterium. Ja, das ist so. Ich meine, Deutsche Bahn kann zu bald in die Pfeife stopfen und abrauchen. Aber das ist die Haltung der Leute, die sie haben. Lass mich mal sagen, das geht in 3 Wochen, nein, in 6 Wochen sind Wahlen. 6 Wochen? 5. Ja. Was gehst du wählen? Darf ich nur mal eine Frage stellen? Ihr müsst euch nicht fürchten. Wer weiß noch nicht genau, was er wählen wird? Hände hoch. Ja, seht ihr? Hey, ich darf ja nicht. Aber ich wüsste es auch nicht. Aber wir leben in einer Zeit, die genau so ist. Und wenn du in dieser Zeit die Menschen davon überzeugen willst, das ist Gottes Wort. Und ich erkläre dir jetzt, wie du das zu verstehen hast. Werden die das begreifen? Na, da brauchst du nicht auf 5 zählen, um zu sagen, nö, ich begreife es ja auch nicht. Also der Punkt ist ein anderer. Wie sieht denn die Brücke aus? Das Wort Gottes war eine Brücke, über die der Heilige Geist ging und das Wort erklärte. Richtig oder falsch? Absolut richtig. Diese Brücke hält nicht mehr, weil sie gar nicht als Brücke gesehen wird. Der Heilige Geist ist derselbe. So wie er das Wort und die Überzeugung in Evangelisation als Brücke gebraucht hat, um Herzen zu erreichen, braucht er jetzt wieder eine Brücke. Doch wie ist diese Brücke?
Es ist die Freundlichkeit und Liebe und die Hinwendung der Christenmenschen zur Welt. Das ist die Brücke. Und du weißt nie genau, wenn du ganz lieb bist zu Herrn Meier, ja, ob dann der Geist überhaupt kommt. Das weißt du ja gar nicht. Und es gibt tausend Gründe, dass er nicht kommt. Und es gibt tausend Gründe, weshalb er kommen könnte. Aber die Frage ist nicht, ich will das optimieren. Ich will nur noch freundlich sein zu denen, die der Heilige Geist erreichen möchte. Ja, das ist absurd. Ja, das ist doch absurd. Also sagst du mir, sagst du, okay, ich möchte einen Lebensstil entwickeln, der Jesus zugänglich macht, unabhängig davon, wer die Menschen sind. Ich habe einen Freund, der ist Geschäftsmann. Ein etwas abgedrehter Geschäftsmann, ja, absolut. Der hat jetzt ein Geschäft zwischen Saudi-Arabien und China. Ich meine, das sind die Rechten. Zum Glück hat er mich nicht gefragt. Und dann sage ich zu ihm, hör mal, wenn du mit diesen Muslims sprichst, es ist wichtig, dass du nicht sagst, ich bin Christ. Denn wenn du sagst, ich bin Christ, schaffst du dir ein Problem. Mach das anders. Sag zu ihnen, ich bin Muslim. Muslim heißt Gott unterworfen, Gott hingegeben. Das stimmt. Ich bin Muslim, aber ich folge Jesus Christus nach. Ich bin Nachfolger von Jesus Christus. Und du wirst sehen, dass die Reaktion vollständig anders sein wird. Also, der macht das, der hat mit diesem, das ist ein hoher Offizieller von Saudi-Arabien. Und das sind unangenehme Leute auf dieser obersten Ebene. Also, willst du nichts zu tun haben? Also hat er mit dem zu tun und sie kommen irgendwie ins Gespräch über Gott und die Welt und er sagt, ja, ich bin ja auch Muslim, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und diese Aussage führt zu einem tiefen Gespräch über Gott mit diesem saudi-arabischen Repräsentanten. Was hat er gemacht? Er hat eine Brücke gebaut. Alles, was er getan hat, eine Brücke gebaut. Nun wird mein Freund entscheiden, wann der Heilige Geist kommen kann? Nö. Könnte er auch kommen ohne Brücke? Bestimmt. Hilft es, wenn Brücken bestehen? Absolut. Und so ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinschaft, ist eigentlich Brücken zu bauen. Wenn ihr den Dienst von Jesus anguckt, was tat er? Er heilte die Kranken, er tat Wunder. Was tat er noch? Tote erwecken und? Ja, hat sich für die Frauen eingesetzt, hallo? Für die Kinder hat er sich eingesetzt, für diese Samaritaner. Ja, also die Samaritaner sind so schlimm wie heute die Araber für die Deutschen. Die Muslims für die Deutschen, das ist ungefähr dasselbe. Und überall hat er Brücken gebaut, richtig? Also bei den Samaritanern proaktiv, bei den Frauen total, bei den Sündern, boah, bei den Zöllnern, boah, Heidheim. Aber wie diese Menschen reagiert haben auf die Botschaft des Reiches Gottes, war in jeder Situation unterschiedlich. Also gab es Geheilte, die sagten, hey, cool, danke, tschüss. Und dann gab es solche, die haben einige Heilung gesagt und haben gesagt, hey, kannst du eigentlich nicht mehr? Ist das alles? Aber er hat konstant Brücken gebaut.
Und diese Brücken, das bedeutet, dass der Heilige Geist über diese Brücke zu den Herzen der Menschen gehen konnte. Und schaut mal, das ist unsere Aufgabe. Wer mag, wie heißt dieses türkische Zeug, was ich nicht mag? Ha? Döner, ja. Wer mag Döner? Ja, es gibt Menschen, die sagen, ja, furchtbar. Also, ich kann es nicht begreifen. Okay. Also, du magst Döner. Weshalb gehst du nicht jedes Mal zum gleichen Dönerstand und baust eine Brücke? Jede Woche einmal Brücken bauen. Du musst dir das vorstellen wie Lego-Brücken. Kennst du Lego? Ja, und jede Woche gehst du mit deinem Lego-Stein. Nur einer. Ja. Nächste Woche wieder. Nach einem Jahr hast du eine Brücke gebaut. Verstehst du? Das ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinschaft. Die Frage der Ernte und Frucht, wer ist verantwortlich für die Ernte? Der Chef. Wir sind die Arbeiter in der Ernte. Und unsere erste Aufgabe ist es, Brücken zu bauen. Auf der Bahn, als wir dahin gefahren sind gestern. Wisst ihr, was ein Fatzke ist? Weiß einer, was ein Fatzke ist? Was ist ein Fatzke? Genau. Da war so ein alter Fatzke in der Bahn. Ja, so ein arroganter, frecher, so ein Fatzke eben. Da kommt eine Frau und die war schon etwas kompliziert. Schon wie sie rumguckte und ihren Koffer da irgendwo hinstellen wollte. Und durch die Unsicherheit und Kompliziertheit hat sie dann mit einer Frau gesprochen. Und dann spricht sie mit diesem Mann. Aber ein richtiger Fatzke, ich kann es nicht glauben. Der liest Zeitung und der sagt, was sprechen Sie mich an? Ich bin am Zeitung lesen. Was wollen Sie von mir? Also so ein Fatzke, muss ich dir sagen. Das geht überhaupt nicht so weit. Mann, habe ich mich aufgeregt. Und Georg musste nur lachen. Das hat mich so aufgeregt, so ein Fatzke. Ich brauchte eine Bremse, aber nicht hier. Dieser Mann hat jede mögliche Brücke, die diese Frau bauen wollte, mit dem Vorschlaghammer zerschlagen. Das hat sie nur gefragt. Sie hat nur gefragt, habe ich sie gestört? Ja. Das war schon ein Brückenbauversuch. Gell? Und ich muss euch sagen, lasst uns empfindsam werden mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, die keine Christen sind, mit unseren Mitarbeitern am Ort, wo wir arbeiten, auch in der Gemeinde. Lasst uns Brückenbauer werden. Denn diese Brücken werden die Welt verändern, weil sie Herzen verändern und Herzen empfänglich machen. Wir haben keine Kontrolle darüber, dass sich jemand Jesus hinwendet oder bekehrt, wie wir sagen. Das ist immer das Werk des Geistes. In meinem Leben war das krass so. Ich habe erst herausgefunden, was geschehen ist, nachdem ich es getan habe. Aber da waren auch Brückenbauer. Und mein wichtigster Brückenbauer war der Postbote. Und er hat mich eingeladen, mit ihm zu beten. Und wie ich da in diesem Raum war mit ihm, kam der Heilige Geist und hat mein Leben ein für alle Mal verändert. Wisst ihr, was eine Bezeichnung des Papstes ist? Pontifex. Maximus, die eigentliche Aufgabe des Heiligen Vaters ist es, Brücken zu bauen. Und dieser gegenwärtige Papst, der hat das begriffen.
Da ist ein Pontifex. Und ich, Georgi und ich hatten die Gelegenheit, mit einigen Freunden eine Stunde und 15 Minuten mit ihm zu diskutieren, um zusammen zu sein. Das ist ein geisterfüllter, in Sprachen betender Christ. Dass er noch Dinge glaubt und so, mit denen ich eher Schwierigkeiten habe, da bin ich jetzt eher nachsichtig. Denn ich bin bestimmt auf seine Nachsicht auch angewiesen. Aber wisst ihr, woher dieser Begriff Pontifex Maximus kommt? Das waren die römischen Kaiser. Ja. Und das Römische Reich war nicht ein Reich so organisiert wie die EU. Ja. Jetzt müssen alle sagen, Gott sei Dank. Okay? Die Zentrale war schwach, aber die regionalen Fürsten, die waren stark. Die Durchsetzung der Gesetze dauerte Zeit und stieß auch auf Widerstand. Und deshalb war eine Aufgabe des römischen Kaisers, was? Brücken zu bauen. Und somit können wir sagen, wir schauen auf über 2000 Jahre Geschichte vom Brückenbau. Und wir Christen sind nicht die besten Brückenbauer. Und es ist Zeit, dass wir Brücken zu bauen beginnen in unsere Gesellschaft. Du an deinem Ort. Ja, wer kauft Kaffee und Kuchen ein? In der Konditorei ab und zu, Hände hoch. Macht ihr das nicht mehr? Doch schon, gell? Also wir in Berlin haben da, wie heißen die? Altstadtcafé. Die haben den besten Kuchen der Welt, gell? Also meine Welt ist ja klein. Die ist ja klein. Aber in Köpenick im Altstadtcafé, die Kuchen, Mann, sind die gut. Georgia, da müssen wir auch Brücken bauen. Überall Kuchenbrücken. Ich bin ja noch Unionsmitglied, also Union Berlin. Ja. Ja. Eisern, niemals vergessen, wir lassen uns nicht vom Westen kaufen. Ja, aber das hat schon Türen geöffnet. Und wenn ich mit unseren Nachbarn spreche, ich sage euch, ich habe eine freche Berliner Schnauze. Das kostet mich nichts. Immer feste Druff, die soll nicht mein. Und so baue ich in Berlin Brücken. In Berlin kannst du nur Brücken bauen mit einer frechen Schnauze. Sonst fällt dir die Brücke ein, bevor du den ersten Stein gelegt hast. Und da heißt es spüren. Lasst uns richtig spüren, was der Herr für uns in Aachen bereithält. Jesus, ich danke dir, dass du die Türen öffnest. Du bist der größte Brückenbauer zu den Herzen. Und wer zu dir kommt, den wirst du nie abweisen. Und Herr, du bist das größte Vorbild im Bauen von Brücken zu Frauen, Kindern, Samaritanern, allen, die in der damaligen Gesellschaft wenig Bedeutung hatten oder keine. Und du hast Brücken gebaut, du hast ihnen Gutes getan, wohlgetan. Und es hatte keinen Preis dran. Es ging nicht darum, dass die sich bekehren, sondern dass sie in deinem Wirken dem Vater im Himmel begegnen können. Herr, fülle unsere Herzen. Mache uns offen für unsere Mitmenschen, für den Dönerverkäufer. Herr, für Rewe oder Aldi oder Lidl oder Edeka, den finde ich noch gut. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns empfindsam machst im Umgang miteinander, als Übungsfeld und nachher mit denen, die dich nicht kennen, damit Brücken gebaut werden für deinen Geist. Danke dir für das, was in Stolberg geschehen ist und du erlaubst uns dort gleich zu landen als Brückenbauer, die Veränderung bringen. Vater, ich bitte dich, schenke du Berufung.
Schenke du die Freiheit zu hören. Schenke uns auch Menschen, die einhängen im Dienst an dieser Stadt und die nicht primär Menschen als Bekehrungsopfer sehen oder Bekehrungs, wie sagt man, Objekte, sondern als geliebte Wesen des Vaters. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns befähigst. Und erbarme dich über der ganzen Vineyard-Bewegung, dass wir diesen Geist, diese Freiheit, diese Kraft, diese Fülle, diese Lebensfreude auch und Lebensbejahung umarmen und damit Menschen auf die Reise. Alles andere ist zu viel. Wir haben noch einen kleinen Moment vor der Kaffeepause. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das einfach an den Tischen nutzen, dass ihr als Tische euch aneinander zuwendet und vielleicht hat der eine oder andere, wo er merkt, hey, da bin ich berufen, Brücken zu bauen, könnt ihr euch ganz kurz austauschen und dann einfach füreinander noch beten, dass wir einfach noch das nutzen, so miteinander und ja, dann begrüße ich euch zum zweiten Teil heute Nachmittag und ich möchte nochmal an dieser Stelle ein Danke aussprechen an alle, die ganz fleißig waren und leckeren Kuchen gebacken haben. Der war echt bombig. Dankeschön. Und ich will natürlich nicht alle fleißigen Helfer in der Küche vergessen, aber das kommt ja heute Abend auch nochmal. Also vielen Dank allen, die hier so fleißig sind, dass wir es hier schön haben. Das ist großartig. Genau, da gibt es auch hinten beim Essen, glaube ich, auch so eine Spendenbox, wo man auch was reintun kann, weil es ja auch durchaus Dinge gibt, da Kosten entstehen. Könnt ihr auch gerne was reintun. Und ansonsten würde ich sagen, Film ab. Wir haben noch das Grußwort von den Harms, das wir heute Morgen nicht gucken konnten, das wir jetzt ansehen und dann ist die Birgit gleich dran. Hallo aus Bielefeld. Wir sind leider nicht in der Lage, an eurer Konferenz teilzunehmen. Unsere Hochzeitsvorbereitungen laufen hier für Rahels und Lukas Hochzeit in Bielefeld. Genau, also zur Geschichte, die wir mit der Vineyard Aachen haben oder auch mit der Birgit vor allen Dingen, begann eigentlich damit, dass Birgit, als sie nach Stolberg kam, alle Kreise besucht hat und hat da auch den Helferkreis besucht, wo ich drin war, den Kindergottesdiensthelferkreis und hat da schon gemerkt, dass da Leute sind, die sich wirklich mit der Bibel befasst haben. Sie hat mich dann eingeladen in einen Grundkurs des Glaubens. Den habe ich mitgemacht. Dann war ich auf einer Einführungstagung der geistlichen Gemeindeerneuerung und da habe ich mich dann wirklich bekehrt, weil ich gemerkt habe, es gibt eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann war ich auch ziemlich schnell in einem Hauskreis und dann Hauskreisleiter und kam dann auch in den Leitungskreis. Ich lebte zu dem Zeitpunkt in Aachen, arbeitete dort an der Uni. Aus einer Beziehung kam mein erster Sohn, der Jonathan, und wir beabsichtigten, ihn zu taufen. So kamen wir in ein Taufgespräch nach Stolberg zu Birgit. Und aus diesem Taufgespräch heraus hat Birgit mich eingeladen zum Grundkurs des Glaubens. Mit ein wenig Hindernissen bin ich letztendlich da gelandet. Und Abschluss dieses Grundkurses war wie nach Hause kommen, bei Gott ankommen und mein Leben fing neu an. Dann kam sofort Hauskreis, Lobpreisgottesdienst, Seelsorgeveranstaltungen. Es waren alles neue Prioritäten in meinem Leben und haben mich dann Schritt für Schritt weitergebracht in der Beziehung zu Jesus. 1991 war dann in der evangelischen Kirche ein Jüngerschaftskurs, an dem ich dann auch teilnahm.
Und da war nochmal wie so eine neue Berufung oder nochmal eine Hingabe, ja, in den Dienst in der Gemeinde. Ein großer Schritt zu dem Zeitpunkt, aber Realität wurde es dann Anfang 93, wo ich dann in der Gemeinde anfing. Genau, ich bin dann, um die Birgit zu unterstützen, habe ich mich zur nächsten Presbyterwahl aufstellen lassen und bin auch reingewählt worden und habe dann die Schwierigkeiten, die dann leider kamen, alle auch hautnah mitbekommen. Genau, in der Zeit, als Birgit dann nicht mehr Pastorin war, ging es dann für uns viel um Vergebung, Versöhnung und da ist Birgit mir ein echtes Vorbild gewesen. Ich glaube, sie war Meilen vor mir, ja, zu vergeben. Das war für mich auch wichtig, obwohl ich nicht so sehr verwurzelt war mit Stolberg und mit der Kirche, mit der evangelischen Kirche, aber trotzdem eben versöhnt und vergeben durch diese Situation zu gehen, war für mich auch wichtig. 1994 kann ich mich an die erste Begegnung mit Komans erinnern, auf eine Tagung mit Hesselbarts in der Philippusgemeinschaft, Peliserkerstraße. Ja, das erste Gespräch mit dem Vater von Philipp war mir ein besonderes Ereignis. Philipp war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Wir sind dann in den nächsten Jahren dann noch in der Vineyard gewesen, bis 96. Unter anderem kann ich mich daran erinnern, dass wir mit der Rahel noch in Bern, in der Vineyard Bern, als Leitungskreis waren. Rahel zu dem Zeitpunkt im Tragekorb. Wir sind dann weitergegangen zur Bibelschule und später dann nach Bosnien. Was mir wirklich wichtig ist, warum ich Vineyard bin, ich bin einfach vom Herzen her Vineyard, ist, ich habe da gelernt, dass man auf die Predigt sich nicht nur anhört, sondern auch auf die Predigt reagieren kann, mit einer Entscheidung, mit einer Lebensveränderung. Ja, das habe ich nirgendwo anders gehört. Und mir war der Hauskreis sehr wichtig. Ich liebe meinen alten Hauskreis immer noch. Und ich liebe die Menschen, die da drin sind. Und ich freue mich über jeden von denen, der immer noch da ist. Und es sind einige. Für mich, Vineyard, war wichtig, einfach zunächst einmal diese bewusste Entscheidung für Jesus, Jünger sein. Hauskreise war jetzt speziell auch noch aus der evangelischen Kirche heraus, als das mit deinen Hauskreisen anfing. Dann noch so ein Motto wie finden, fördern, freisetzen. Das war für mich auch, man entwickelt sich in der Gemeinde und bleibt nicht einfach nur Gemeindemitglied. Dann Lobpreis, natürlich sind wir sehr stark geprägt worden, aber auch so von solchen Dingen wie, solchen Aussprüchen wie von John Wimber, doing the stuff. Das war mir auch immer ein Anliegen, immer die Dinge zu erwarten, die wir auch in der Bibel lesen und egal in welchem Bereich das war. Also ja, rundherum gesagt, persönliche Veränderung, aber immer auch mit dem Aspekt in die Gesellschaft hineinwirken, gesellschaftliche Veränderungen. Und diese Dinge haben wir alle auch mitgenommen, weil wir ja so geprägt wurden, nach Bosnien in eine ganz andere Region, in eine ganz andere Kultur. Und das ist mir auch bis heute noch wichtig. Ja, womit die Birgit ein Vorbild ist, ist absolut in Vergebung und Versöhnung und Veränderung. Persönliche Veränderung auch. Ich erinnere mich daran, dass ich Birgit irgendwann mal gesehen habe, da hatte sie ein Kind auf dem Arm und das sah aus wie ein Fremdkörper, was es ja auch ist, aber trotzdem. Und das nächste Mal, als ich sie gesehen habe, da hatte sie ein Kind auf der Hüfte sitzen und das sah so normal aus. Das war für mich so ein Beispiel für, sie ist veränderbar und das fand ich klasse. Ja, ich finde beeindruckend auch deine Bereitschaft, Opfer zu bringen, auch Dinge zu tun, die man halt tut in der Gemeinde und Bescheidenheit, aber gleichzeitig auch eben ja, Großes zu erwarten. Ja, du bist ein Vorbild und das wirst natürlich auch bleiben. Wenn ich jetzt an Philipp denke und jetzt auch so die letzten paar Wochen, auch schon mal ein vorheriges Gespräch, dann bin ich total positiv gestimmt. Ich finde es toll, Philipp, dass da auch hinter dir noch mehr andere Leute stecken, die wirklich auch das Ganze mittragen. Der Leitungskreis wird eine wunderbare Zeit im Leitungskreis mit euch. Das hat mir sehr viel Mut gemacht und ich bin mir sicher, dass da noch vieles zu erwarten ist. Ja, Philipp,
Es ist toll, euch zu sehen, und ich finde, es ist toll zu sehen, wie groß du geworden bist in dieser Gemeinde. Du bist ein echtes Gewächs daraus. Und ich denke, du wirst viel Segen bringen in der Gemeinde, und durch dich fließt Gottes Segen auf viele, viele andere Menschen. Das ist einfach toll. Und es ist so schön, dazu zu gehören. Ja, wir erwarten sowohl in Aachen und auch Stolberg und auch in Sarajevo Großes, weil Gott uns alle zu Großem berufen hat und Dinge tut, die über unsere Vorstellungen hinweggehen. Und das werden wir auch in Aachen jetzt erleben. Und ich segne euch für diese Zeit jetzt der Konferenz, aber auch besonders den neuen Leitungskreis und Philipp, dich und deiner Familie in eurer Rolle als Leiter. Also liebe Grüße, seid herzlich umarmt. Ja, wir sind Teil von euch. Tschüss. Tschüss. Ich darf noch mal hier vorne stehen. Was möchte ich der Vineyard Aachen mit auf den Weg geben? Ich möchte euch einiges mit auf den Weg geben. Ein Erbe, ein kleines Erbe. Erstens, ihr könnt einen größeren Unterschied zusammen machen in dieser Welt als alleine. Das ist meine Überzeugung von Gemeinde. Es ist so wichtig, dass es Gemeinde gibt. Martin hat es vorhin schon gesagt, der Sendung können wir gehorchen oder nachkommen nur als Gemeinde und nicht einzeln. Für mich ist tatsächlich das Thema Gemeinde elementar wichtig vom ersten Moment meines Christseins. Oder sagen wir von der ersten Woche an. Das hat natürlich immer auch was mit der Lebensgeschichte zu tun. Also Theologie und Biografie hat ja immer ganz viel miteinander zu tun. Und bei mir ist es so, ich bin eben Einzelkind, wie es heutzutage aber immer mehr gibt, Klammer zu. Und für mich war es so, ich kam zum Glauben und die hatten mich gleich in den Hauskreis eingeladen. Und in derselben Woche kam ich in einen Hauskreis, Jugendhauskreis, und ich hatte Geschwister. Von dem Moment an hatte ich Geschwister. Und ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Ich habe immer darunter gelitten, Einzelkind zu sein als Kind. Und ich hatte Geschwister. Und ich bin auch danach noch oft umgezogen, aber ich hatte immer Geschwister. Obwohl ich Single bin, ich war nie allein. Nie. Ich hatte meistens eine kleine Gruppe, Hauskreis oder dann auch Leitungsteam oder irgendwelche sonstigen Teams, die ja bei uns auch mehr sind als Gremien. Es ist ja immer ein viel persönlicheres Miteinander, als wir zum Beispiel in kirchlichen Gremien erleben. Ich habe dann mich tatsächlich ständig mit Gemeinde beschäftigt, obwohl ich ja nicht in einer Gemeinde aufgewachsen war. Es war schwierig für mich, zum Gottesdienst zu gehen, weil wenn ich als Jugendliche sagte, ich möchte gern zur Kirche, dann haben meine Eltern ganz komisch geguckt und gesagt, was willst du denn da? Brauchst du das? So quasi bist du so schwach, dass du das brauchst. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe da hin, weil Freundin XY da auch hingeht und die treffe ich da. Aber wenn ich da keine Freundin mehr hatte, die da auch hinging, dann war das ganz schwierig. Und dann, ich weiß, ich lag in meinem Bett oft als Jugendliche, als ich dann Christ war, ich war ja 17, war dann noch ein Jahr zu Hause. Und wenn die Glocken läuteten und ich mich nicht getraut habe, da hinzugehen, weil da ja keiner war, den ich kannte. Ich habe mich dann, die Kirche an sich, die war eher, sehr konservativ. Wenn ich da hinging, da waren wir, meine Freundin und ich, so die Jüngsten. Da habe ich mich da nicht so ganz wohl gefühlt, aber ich war zu Gott hingezogen. Und dann gab es da aber eine super Jugendarbeit und da gab es Jugendgottesdienste. Und da bin ich dann hin. Und das war wunderbar. Ich habe mich dann im Studium, mussten wir einen Unterrichtsentwurf schreiben und ich habe einen geschrieben über Gemeinde. Ich habe eine Examensarbeit geschrieben über Gemeinde.
Genau, und ich habe sie mitgebracht. Das ist die Arbeit, die ich Martin 1999 gezeigt hatte, als hier in Aachen die Vineyard-Leiterschulung war. Und da fragte er, sag mal, wie kommst du eigentlich zur Gemeinde und überhaupt, wie ist dieses Thema für dich wichtig geworden? Und ich habe gesagt, das war mir immer wichtig. Ich habe ihm Ähnliches erzählt wie euch gerade. Und ich habe Folgendes geschrieben und dann hatte ich eben diese Arbeit auch rausgeholt. Das Verständnis von Gemeinde als Gemeinschaft oder Gruppe in Luthers Deutscher Messe bei Philipp Jakob Spener und Helmut Gollwitzer. Ein systematischer Vergleich. Ja, ich könnte euch jetzt die Arbeit referieren, das tue ich aber nicht. Die finde ich nämlich immer noch spannend. Luther hat gesagt, es muss für die, die mit Ernst Christen sein wollen, die sollen sich in kleinen Gruppen treffen. Und dann gab es noch eine lateinische Messe, die hat er von den Irrlehren der damaligen Sache, der damaligen Zeit gereinigt. Dann gab es eine deutsche Messe und dann gab es diese Gruppe für die, die mit Ernst Christen sein wollten. Er hat es aber nie realisiert, also das ist eigentlich das, was wir heute unter Hauskreis verstehen oder Life Group oder Kleingruppe nach Maß oder wie auch immer. Und er hat gesagt, er hätte die Leute noch nicht. Ich glaube, die Leute gibt es eigentlich immer, aber irgendwie, da war er dann doch zu volkskirchlich. Dann gab es die Bewegung des Pietismus und da gab es diesen Spener und der hat das verwirklicht. Und der Pietismus war damals am Anfang super lebendig, durch den ist ganz viel entstanden. Da sind die Hauskreise entstanden, da ist dann eine große diakonische Arbeit entstanden, da gab es so einen Franke, hieß der, und dann gab es einen Wichern und weiß ich was. Da gab es viele Erweckungsbewegungen im Laufe der Kirchengeschichte. Und bei Gollwitzer, das war ein zeitgenössischer Theologe zu meiner Zeit, ich denke inzwischen wird er bei Jesus sein, der hat es dann gesagt, das sind gesellschaftlich relevante Gruppen. Das hat eine Gesellschaftsrelevanz, wenn wir uns als Christen treffen und auch einsetzen. Und ich lese jetzt einfach mal ein bisschen von dem Fazit vor. Ich kannte keine Freikirche, das kannte ich einfach nicht, das war mir nicht bewusst. Ich kannte CVJM, ich kannte diesen Jugendgottesdienst und ich kannte dann eben SMD. Das war für mich Gemeinde damals. Und die Arbeit habe ich 78 geschrieben und 77, 78 ist die Vineyard entstanden und ich finde das so schön. Es ist an der Zeit, die Strukturen unserer Kirche zu durchdenken und etwas Neues zu wagen. Dabei ist die Erkenntnis nötig, dass die herkömmliche Parochie, also dieses Gemeindebezirksdings da, nicht die einzige Gemeindeform der Zukunft sein wird, auch nicht die bestimmende. Um alle Aspekte des Evangeliums zu betonen, sind verschiedene Formen nötig, die sich gegenseitig ergänzen. Kirche ist in allen ihren Lebensbereichen an der Missio Dei beteiligt. Das heißt, sie ist wesenhaft Kirche für die Welt. Die Missio Dei ist Gottes Mission für diese Welt. Der erste Missionar ist Jesus. Er ist gesandt vom Vater, vom Himmel auf die Erde, um uns die Liebe Gottes zu schenken. Um uns die Liebe Gottes zu erklären, wie, vor allen Dingen durch sein Sein, durch sein Leben, durch das, was er getan hat. Und dass er hineingekommen ist in das Elend dieser Welt. Davon ist ihr Wort und Sein geprägt, von dieser Missio Dei, also das Wort der Kirche und das Sein der Kirche. Kirche als das Volk Gottes. Da das in unserer Gegenwart leider größtenteils nicht der Fall ist, sind umfassende Reformen nötig. Ich habe das natürlich als Landeskirchlehrerin geschrieben. Ein erfolgversprechender Weg, diese Reformen durchzuführen, ist der über die kleinen Gruppe. Kleine Gruppe, Hausgruppe, Kleingruppe. Eine Gemeinde unserer Größe ist, wenn man dieses Gesamtkirchliche denkt, auch eine kleine Gruppe. Die Reform der Kirche mit Hilfe der kleinen Gruppen dient damit direkt ihrem Sein für die Welt. Bonhoeffer, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für die Welt ist. Da sie die Glieder der Kirche sammelt und für ihren Dienst ausrüstet. Um dieser Sammlung nachzukommen, sind kleine aktive Gruppen an den verschiedenen Orten des Lebens zu bilden, in Rückbesinnung auf die oben dargestellten Modelle fruchtbar zu machen.
Bei diesen kleinen Gruppen geht es weder um die reine Gemeinde noch um Sonderung. Wer sich mit dem Ziel und Inhalt identifizieren will, kann teilnehmen. Also wir separieren uns nicht, weil wir denken, wir seien die Einzigen oder die Besten oder sonst was oder die Elite, sondern weil wir dieses Ziel haben, uns der Missio Dei da mitnehmen zu lassen. Anschließend ist, also mitnehmen zu lassen in diese Sendung von Gott. Jetzt überschlage ich ganz viele Thesen. Und Nummer 20 geht es dann weiter. Geistliches Priestertum aller Christen wird neu entdeckt und gelebt, damit alle Gaben zur Entfaltung kommen und pastorale Strukturen zugunsten charismatischer überwunden werden. Jeder kann mitspielen. Und das ist so bei uns. Jeder kann mitspielen. Wir haben keine pastoralen, herkömmlichen Strukturen. Und die letzte These: Wir sollten wagen, durchdachte Modelle selbst zu beginnen und nicht warten, bis es andere tun. Amen. Ja, also das hat mich fasziniert, das war 78. Und Martin hat es gelesen, 99, und sagte mir, du bist nach Hause gekommen. Und echt, das können wir in Vineyard leben. Und da bin ich so froh, vergesst das nicht. Vergesst Gemeinde sein nicht. Ich habe wirklich, also Corona hat mir echt Bauchschmerzen gemacht, immer wieder. Weil ich dachte, oh, lass uns nicht so vereinzeln, lass uns wieder zusammenkommen. Es ist so eine andere Kraft. Was meine ich damit? Wenn ich persönlich als Birgit Schindler nach Stolberg gehe und die Schippe nehme und da schaufle, dann erkennt keiner, ob ich Christ bin. Es sei denn, ich sage es, aber in einer humanitären Katastrophe habe ich nicht zu predigen. Da habe ich zu helfen. Und mein Sein allein, würde rüberkommen, ja, die Birgit Schindler ist ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch und mehr nicht. Wenn wir als Gemeinde dahin gehen und engagiert sind, müssen wir gar nicht reden. Wir müssen nicht missionieren, sondern die fragen, was seid denn ihr für ein Verein? Ja, wir kommen von der und der Kirche, wir kommen von der und der Gemeinde. Ach, und Gemeinde, das hat doch mit Gott zu tun. Ach, hat das was mit Nächstenliebe zu tun? Hat das was mit Gott zu tun, dass ihr hier seid? Ja. Und durch unser Sein verkündigen wir Jesus. Und das ist Gemeinde. Und das ist ein Unterschied. Im Stadtviertel dasselbe. Arbeitskreis Liebigstraße. Ich bin da ja nicht als Privatperson gewesen und Philipp jetzt auch nicht, sondern als Leiterin dieser Gemeinde. Germain war lange auch dabei, als Mitglied unserer Gemeinde, als ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer Gemeinde. Wir haben da nicht groß über Gott geredet. Das ist da nicht Thema, sondern die Erneuerung dieses Stadtviertels. Soziale Stadt Aachen-Nord, sozialer Brennpunkt, was kann man da erneuern, was kann man besser machen? Ich war im Ausschuss Ordnung und Vandalismus mit dem Ordnungsamt und der Polizei. Aber ich war als Vineyard-Frau dort. Und wenn wir ein Stadtviertelfest gemacht haben, ich sage schon Gemeindefest, oder einen Weihnachtsmarkt, dann haben sie uns gefragt, wann habt ihr Zeit? Warum? Weil wir tatsächlich die meisten Mitarbeiter dort hatten, ehrenamtliche Mitarbeiter. Und das spricht doch. Das ist viel mehr, als wenn ich als Birgit Schindler mich da engagiere, als engagierte Bürgerin, die zufällig auch noch Christ ist. Also Gemeinde hat einfach, wir machen einen Unterschied. Gemeinde ist Gottes Geschenk an uns und es ist Gottes Geschenk an die Welt. Also Gottes Geschenk an uns und Gottes Geschenk an die Welt. Ich profitiere davon, dass ich Mitglied bin in der Vineyard. Und wir sind, und dann natürlich auch in der Stadt. Wir sind nicht die Einzigen. Ich habe auch Freunde dort und dort und dort. Und wir sind das Volk Gottes in dieser Stadt. Das ist ein Geschenk an uns.
Mein Vater hat vor ein paar Jahren mal gesagt, was machst denn du, wenn du alt bist? Dann hast du niemand, weil du Single bist. Ist für ihn schwierig. Jetzt ist seine Frau gestorben und er ist hundeeinsam. Er hat nur noch mich. Und ich habe ihm gesagt, Papa, ich habe die Gemeinde. Da sind Junge und Alte. Natürlich habe ich dann nicht den Anspruch, dass mich einer so versorgt, wie ich ihn jetzt versorge. Aber trotzdem, ich werde nie alleine sein. Und als Ehepaar, einer von euch wird übrig bleiben, irgendwann. Habt nicht nur einander. Gemeinde ist so viel größer. Gottes Geschenk an uns, aber wir sind Gottes Geschenk an die Gemeinde. Wir sind Teil dieser Sendung Gottes an diese Welt. Christsein heißt ja nicht nur, die Verbindung nach oben zu haben und vielleicht eine andere Ethik zu leben oder ein anderes Weltbild zu haben oder sonst was. Sondern Christsein heißt, eine neue Sozialform zu leben, nämlich die Sozialform der Gemeinde. Und das ist was ganz Neues. Etwas, was die Welt nicht kennt. Was man in Vereinen so nicht erlebt. Ich bin in einigen. Es ist was Besonderes. Zu diesem Thema liegen mir noch ganz besonders die Kinder am Herzen. Ich habe keine, aber trotzdem, die Kinder liegen mir am Herzen. Wenn wir in einer Großstadt sind, wie wir sind, ist fast jedes Kind in einer anderen Schule. In Heidenheim, wo ich aufgewachsen bin, gab es viele Christen in meiner Schule, da gab es einen Schülerbibelkreis. Hier haben wir so viele verschiedene Schulen und jedes Kind geht fast in eine extra Schule. Das heißt, wenn die in der Klasse sind, sind sie vielleicht die einzigen, die christliche Eltern haben. Die einzigen, die im Moment mit ihrem kindlichen Glauben an Gott glauben. Und da sind sie Exoten. Wenn sie Jugendliche werden, ist es schlimm, Exot zu sein. Als Kleinkind geht das noch oder als Grundschulkind. Aber als Jugendlicher ist das schrecklich. Da möchtest du nicht anders sein. Jugendliche brauchen andere christliche Jugendliche. Oder brauchen andere Familien, wo die Eltern auch Christen sind. Dass sie merken, das ist nicht nur bei meinen Eltern so. Und wenn sie sich von ihren Eltern in der Teenagerzeit abnabeln, brauchen sie andere Erwachsene als Vorbilder. Und das ist doch das Einfachste, in der Gemeinde zu haben. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass die Kinder sich untereinander kennenlernen, dass sie wissen, da gibt es noch andere Kinder, die Jesus lieben. Noch andere Familien, die beten. Noch andere Familien, die Jesus lieben. Und deshalb ist das so, so wichtig. Und eben, es gibt immer mehr Einzelkinder. Und die keine Geschwister haben. Und es ist wirklich ein einsames Leben als Einzelkind, wenn die Eltern nicht darauf achten, dass da Verbindungen sind, dann ist es in Ordnung. Für mich war die Urlaubszeit und die Ferienzeit immer die schwierigste Zeit. Wir haben super schöne Urlaube gemacht mit Segeln und Skifahren und allen möglichen schönen Sportarten. Wir waren immer sportlich, aber ich war immer allein. Und das war langweilig. Zweitens. Wird jetzt kürzer. Das war jetzt mein wichtigster Punkt, aber da ist mein Herz. Geht immer wieder durch den Chaos-Tunnel und arbeitet an eurer Konfliktfähigkeit. Es gibt immer wieder Konflikte und wir hatten viele. Wir hatten viele. Und wir sind nicht besser als andere Menschen. Ehrlich gesagt, in meiner Hausgemeinschaft ist es viel einfacher als in der Gemeinde. Das ist so ein unkompliziertes Miteinander. Aber gut, die Ansprüche sind nicht so groß. Daran wird es liegen, die Ansprüche aneinander. Weil wir haben ja durch unser Christsein auch gewisse Ansprüche an den anderen und an uns selber. Und dann sind die Konflikte umso schwieriger. Und wir haben da ja auch einiges durchlebt und es war nicht immer einfach und wir haben Fehler gemacht und wir haben mit den Jahren gelernt, unsere Konfliktfähigkeit zu steigern. Unsere Konfliktfähigkeit ist gewachsen und ich glaube, sie ist wirklich jetzt ganz gut geworden. Und darauf könnt ihr aufbauen, aber vergesst es nicht.
Es sind oft Missverständnisse, die uns auseinanderbringen. Wir müssen darüber sprechen. Es ist oft mühsam, es lohnt sich. Die wenigsten von uns haben in der Familie gelernt, richtig zu streiten. Es ist schwierig, eine andere Sicht stehen zu lassen. Ich hatte mal einen Konfliktpartner, der hat gesagt, entweder es ist weiß oder es ist schwarz. Das ist aber weiß oder es ist aber schwarz. Ich sage, nein, es gibt auch was dazwischen. Und was für dich schwarz ist, ist für die anderen vielleicht gar nicht schwarz. Es ist vielleicht für einen anderen grau. Es gibt so viele Zwischentöne. Und es ist ja sogar real so, dass wir, glaube ich, die Farben unterschiedlich sehen. Manchmal. Also so die Augen, das nicht wahrscheinlich ist nicht für jeden Menschen dasselbe grün-grün oder so. Ich weiß es nicht. Also so Unterschiede gibt es da. Ist so, ne? Du bist Biologe. Was sagt der Arzt dazu? Ist blau. Ja, und es gibt nichts Schöneres und Entspannteres, als wenn wir so zusammen sein können und sagen, okay, du siehst es so, du hast es so erlebt, ich habe es so erlebt. Okay, so ist es. Es gibt Sachen, wo sich andere dran erinnern und ich habe es völlig vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich an Dinge, und der andere hat keine Erinnerung mehr daran. Wir selektieren und wir erleben es unterschiedlich. Und es ist so. Und es ist in Ordnung, das ist gar nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Und wir können es stehen lassen. Und dann wird es heilende Gemeinschaft. Heilende Gemeinschaft, eins unserer, früher hieß das Werte, jetzt heißt es Grundüberzeugungen. Einer der fünf Punkte, Grundüberzeugung bei Vinyard. Drittens, lebt Ökumene der Herzen und Ökumene der Teilhabe. Eins der Erben von John Wimber ist, wer nicht den gesamten Leib Christi liebt, der kann nicht Vinyard sein. Er hatte ja so ein paar Sprüche, wer nicht die Armen liebt, kann nicht Vinyard sein, wer nicht den gesamten Leib Christi liebt, kann nicht Vinyard sein. Und das ist wichtig. Wir haben das auch durchgezogen, sofern wir das mitgekriegt haben. Wir hatten mal eine Frau in der Gemeinde, die hat gesagt, in der katholischen Kirche, da kann es keine Christen geben. Die durfte keinen Hauskreis leiten. Das geht nicht. Denn das stimmt nicht. Wir können nicht so negativ über andere Kirchen reden. Da gibt es so viele, die Jesus von Herzen folgen und die unglaublich viel in dieser Welt bewegt haben und bewegen. Wir sind ein Gemüse in Gottes Gemüsesuppe. Einseitige Ernährung macht krank. Und es ist so bereichernd, andere Christen zu entdecken, die Gemeinsamkeit zu entdecken, von ihnen zu lernen und das eigene zu leben. Es gibt ja dieses Frühstückstreffen zwischen, es ist lustig, es gibt jetzt zwei. Es gibt eins zwischen Bruder Lukas, Silke Halfmann, also Bruder Lukas ist der ehemalige katholische Pfarrer, Silke Halfmann, die evangelische Pfarrerin und mir. Und dann gibt es eins von Piero Stanovic, das ist der jetzige katholische Pfarrer, Silke und mir. Ich denke, in das gehst du dann, Philipp, weil das ist dann die aktuellen. Wenn du in das andere auch möchtest, wir treffen uns in 2 Wochen zum Frühstück bei Bruder Lukas. Das bist du auch herzlich willkommen. Wir freuen uns, du kennst die ja auch beide. Das heißt Bruder Lukas, glaube ich, noch nicht so. Aber das ist ein ganz, ganz netter Franziskaner, der Jesus liebt. Er hat angefangen und uns eingeladen und fürstlich für uns gekocht. Der ist nämlich mit erstem Beruf, war der, glaube ich, Bäcker oder so. Und dann war er Sozialpädagoge, dann war er Arbeiterpriester und dann war er normaler Priester. Und jetzt ist er Generaloberer seiner Kommunität und Schwesternseelsorger ist er dann mit 65 geworden. Ist also sehr aktiv, reist um die Welt und ist ein ganz lieber Bruder. Und was haben wir gemacht als erstes? Wir haben uns unsere Berufungsgeschichten erzählt und unsere Bekehrungsgeschichten. Und das kann man ja machen, wenn man strukturell nicht voneinander abhängig ist. Das hätte ich bei meinen Kollegen in Stolberg wenig machen können, weil wir da so zu sehr verbandelt waren, so pflichtmäßig. Aber wenn man eigentlich so ganz frei ist, kann man ja mal fragen. Und ich habe gefragt, und wie seid ihr denn dahin gekommen, jetzt Pfarrer zu sein? Und dann hat jeder seine Geschichte erzählt. Und oh Wunder, jeder hatte eine Geschichte mit Gott. Hier in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche.
Und wir haben die Ökumene der Herzen erlebt. Ökumene der Herzen, was meine ich damit? Man kann auch sagen geistliche Ökumene. Das ist, man spürt, der andere liebt Jesus auch. Und dann ist es nicht so wichtig, weiß ich, wie das mit der Maria ist oder wie das mit dem Amtsverständnis ist oder mit sonst was, sondern das Zentrum ist Jesus. Jesus ist gekommen, Jesus hat für uns gelebt, Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Das ist das Wichtigste. Und da treffen wir uns. Ich glaube, bei der Ökumene der Dogmen, das ist ja ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob wir uns da je einig werden. Ich glaube nicht, weil das Amtsverständnis werden wir nicht teilen. Und die Evangelischen werden es nicht teilen, das katholische Amtsverständnis. Aber wir können eine Ökumene der Herzen leben, eine geistliche Ökumene und darüber hinaus eine Ökumene der Teilhabe. Und das ist die Ökumene, die ich eigentlich schon gelebt habe, bevor ich wusste, wie sie heißt. Und das habe ich von Siegfried Grossmann erlebt. Der war ja auch hier vor 2-3 Jahren. Ich hatte ihn eingeladen für die ACK. Wir hatten mal einen Ökumene-Vortrag von einem katholischen Vertreter und habe ich gesagt, ja, ich würde da noch jemanden kennen aus der Baptistenbewegung, Siegfried Grossmann, können wir den nicht mal einladen. Der ist ganz doll ökumenisch vernetzt und so weiter. Er war auch mal der Leiter der Baptisten, des Baptistenbundes und des, der Deutschen Evangelischen Freikirchen, da gibt es auch so einen Bund. Und ist ein hervorragender Theologe, hat übrigens das erste Buch über Geistesgaben geschrieben, was es gab, Haushalter der Gnade Gottes. Und hat aber auch andere Bücher geschrieben, hat ein sehr weites Verständnis und schreibt jetzt über 80-jährig ein Buch über Ökumene. Und er hat referiert im Rahmen der ACK und die ganze ACK war begeistert und hat gesagt, es gibt noch eine weitere Ökumene, das ist die Ökumene der Teilhabe. Was heißt das? Ich lerne die anderen kennen und entdecke, was da für Schätze liegen und diese Schätze, von denen lerne ich. Und das ist das, was ich in der ACK erlebe, das ist das, was ich in den ganzen Ausbildungskursen erlebe, wo wir ja oft auch katholische Referenten haben. Und in der ACK zum Beispiel, wir sind Freunde, also nicht alle miteinander, aber also so ein amerikanisches Freundschaftsverständnis vielleicht, ne? So. Ja, also weil wir treffen uns ja nicht ständig oder so, aber so, ich fühle, wenn ich da hingehe, das sind Freunde. Es ist sehr schön miteinander, freundschaftlich miteinander. Und wir entdecken, dass wir Jesus lieben, in der ACK ja sicher mehr oder weniger auch, aber schon. Und dann entdecken wir die Schätze. Und wir lernen von ihnen, von den anderen, evangelisch, katholisch, altkatholisch, orthodox, pfingsterisch. Und sie lernen von uns. Und es ist wirklich etwas Gegenseitiges. Also in der ACK würde ich jetzt mal sagen, die traditionellen Kirchen und die Freikirchen, inklusive Vineyard, wir sind ja da so ein bisschen dazwischen, wir lernen voneinander und wir bereichern uns gegenseitig. Und die traditionellen Kirchen müssen sich langsam daran gewöhnen, dass sie Minderheitenkirchen werden, wie es ursprünglich war und wie es bei freien Gemeinden ist. Wir sind die Minderheit einer Gesellschaft, aber das war damals im Römischen Reich auch so. Und deshalb waren sie Kontrastgesellschaften. Als Volkskirche kann man keine Kontrastgesellschaft sein. Aber sie verlieren jetzt so viele Menschen, dass sie sich überlegen müssen, wie machen wir denn weiter, wenn die Kirchensteuer wegfällt. Ich habe letztens gehört, vom europäischen Recht ist es gar nicht mehr so klar, ob es das noch länger gibt, das Kirchensteuersystem. Und dann wird da etwas zusammenbrechen und dann braucht es die Modelle, die schon gelebt werden und die wir zum Beispiel leben. Weil das müssen sie dann tun. Und es gibt ja solche Ansätze. Es gibt letztlich die Orden, die so etwas schon über Jahrhunderte leben. Und wenn sie lebendig sind, dann ist da ganz viel sprühendes Leben. Leider sind viele, die völlig überaltert sind, aber es gibt in Frankreich zum Beispiel einen Orden, der heißt Chemaneuf. Die Tochter meiner besten Freundin, die beste Freundin ist Pfarrerin gewesen, die Tochter ist dort eingetreten, ist im Noviziat, ist ein katholischer Orden für Einheit. Da waren 60 junge Leute von 25 bis 35 ungefähr, haben 30-tägige Exerzitien gemacht, die sind charismatisch-ignatianisch. 26 junge Leute davon haben das Zölibat hinterher gelobt und sind
in diesem Orden, der ein bisschen neue Formen hat. Die haben Jugendtreffen in Haute-Comme. Wer Französisch kann, wäre sicher ein Ort, mal hinzufahren in den französischen Alpen. Mit 5000 jungen Leuten. Die haben eine ähnliche Musik wie wir. Und diese junge Bettina, Anfang 30-jährig, intelligentes, hübsche junge Frau, ist dort happy und glücklich, weil sie Jesus dient. Und Gott sei Dank ihre Eltern auch, weil die Mutter, für die war es immer eine Alternative, in den Orden einzutreten, statt zu heiraten. Weil sie sagt, ich liebe Jesus und ich will ihm voll folgen und meine Tochter und ihr Sohn tut es auf verheiratete Weise in einer freien Gemeinde. Und ja, Ökumene der Teilhabe. Unglaublich bereichernd. Sucht, was uns verbindet und was ihr von den anderen Konfessionen und Denominationen lernen könnt. Unser Erkennen ist Stückwerk. Wenn wir bei Gott sehen, sein werden, sehen wir das ganze Bild. Erst dann. Und vorher nicht, und keiner soll für sich beanspruchen, die ganze Wahrheit gefunden zu haben. Die Wahrheit in der Bibel ist übrigens nicht griechisch zu verstehen, griechisches Verständnis von Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus. Oftmals denken wir, die Wahrheit, das sind diese bestimmten Glaubenssätze, aber die Wahrheit, Jesus, ich bin die, wer wägt die Wahrheit und das Leben? Jesus ist die Wahrheit. Darauf kommt es an. Viertens, schaut, dass ihr tief in Jesus verwurzelt seid. So werdet ihr wie Bäume mit tiefen Wurzeln sein, die der Wind nicht so schnell umwehen kann. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Immer wieder sich neu in Jesus zu verwurzeln, sich immer wieder neu einzulassen. Je nach Situation im Leben gibt es neue Herausforderungen, wo wir wieder gefragt sind, gehe ich weiter mit ihm? Wir haben das einmal am Anfang getan, aber es passiert doch immer wieder, dass man dann in Alltagsroutine abrutscht und unsere Beziehung zu ihm nicht mehr lebendig ist. Es ist dasselbe wie in menschlichen Beziehungen. Wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr an eurer Beziehung immer arbeiten. Euch immer wieder Qualitätszeiten nehmen, immer wieder Eheabende oder Zeiten oder Wochenenden oder sonst was. Es ist gut, wenn ihr das tut. Oder im Alltag jede, ja, einfach regelmäßige Zeiten für euch und eure Beziehung, dass es nicht in Alltagsroutine abrutscht. Und es gilt für unsere Beziehung zu Jesus genauso. Es gilt genauso. Und es findet eure Form. Die ist unterschiedlich. Meine Form ist ja tatsächlich, das wisst ihr, das sind diese Auszeiten, 10 Tage im Jahr, Exerzitien, Zeit mit Jesus, Zeit, wo das Innerste nach oben kommen kann, das Eingemachte und wo ich einen Gesprächspartner habe, darüber zu reden. Schaut, was euch hilft. Es waren in meinen verschiedenen Phasen auch unterschiedliches. Ich habe jahrelang auch von den Diensten des Josua-Dienstes in Strittmatt, waren diese Zeiten, wo ich an meiner Beziehung zu Jesus gewachsen bin. Es waren Konferenzen, große Konferenzen. Es ist jetzt nicht mehr ganz so. Und es gibt unterschiedliche Zeiten. Das hat auch mit unterschiedlichen Lebenszeiten zu tun. Aber schaut, dass ihr immer so etwas habt, wo ihr wisst, da baut mich Gott auf. Da kann ich neu meine Wurzeln tief, tief, tief hineinstrecken in sein Erdreich. Das gilt übrigens auch für Gemeinde. Noch was von John Wimber. Das habe ich gelesen, dass er bei einer Besuchsreise, ich glaube es war in Südafrika, mal als Referent eingeladen wurde in eine Gemeinde und Jesus hat zu ihm gesprochen, ich bin hier nicht mehr. Kennst du die Geschichte? Ne, okay, habe ich in irgendeinem Buch von John Wimber gelesen oder über John Wimber, wo Jesus ihm sagt, ich bin hier nicht mehr. Das Programm läuft, aber ich bin nicht mehr hier. Jesus sitzt vor der Tür der Gemeinde, ist nicht mehr drin. Ist natürlich erschreckend. Und auch erschreckend für einen Referenten, was sage ich jetzt? Ich kann ja nicht sagen, Jesus ist nicht hier. Aber irgendwie hat er es dann in der Weisheit Gottes hingekriegt, über Jesus zu sprechen, so dass er sie wieder neu einladen konnte und dass Jesus wieder neu in diese Gemeinde gekommen ist. Es kann sein, das ganze Programm läuft, das fromme Programm läuft. Das kann unseren Alltag betreffen, unsere Gemeinde, das fromme Programm läuft. Irgendwie haben wir ja auch einen frommen Lebensstil, mehr oder weniger. Aber ist er noch drin? Und das
ist lebenslang. Das haben wir nicht in der Hand. Das betrifft mich genauso wie jeden anderen. Ich habe das nicht in der Hand. Und der vorletzte, sucht immer zuerst Jesus und sein Reich. Was ist Jesus gemäß? Was entspricht ihm? Wo sehen wir etwas, was dem Reich Gottes gemäß ist? Das habe ich heute Morgen schon gesagt oder jetzt auch immer wieder. Ich entdecke Jesus gemäßes hier im Stadtviertel. Ich entdecke das bei den anderen Akteuren. Das sind so viele, die sich um Schwache kümmern. Das sind Leute, die Organisationen, die sich um Arbeitslose kümmern und die neue in Arbeit bringen. Das sind Projekte mit Jugendlichen, die noch keine Lehre schaffen. Da gibt es eine Förderschule, die nehmen, die keine Schule mehr nimmt. Ich glaube, das freut Jesus. Das ist Reich Gottes gemäß, obwohl sie es nicht wissen. Aber die Frage betrifft auch unseren Alltag. Wie würde Jesus sich jetzt verhalten? Was ist ihm gemäß? Wie würde Jesus umgehen mit Willi? Mit meinen Nachbarn, mit denen ich im Alltag zu tun habe. Meine Nachbarn sind, das wisst ihr, wir haben eine gute Gemeinschaft und ich finde, die sind alle klasse. Ich mag die alle. Und ab und zu sage ich das ihnen und sage, ich finde das so toll, wie ihr Familie lebt, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Es ist so schön, es freut mich. Ich glaube, Gott freut das. Die leben wirklich schön Familie, wenn ich an zwei Familien denke, die wir bei uns in der Hausgemeinschaft haben. Und dann sagt mir die Frau, ist die Mutter von der Nachbarin. Oh, ich schreie doch schon mal. Ich sage, du machst das so gut. Die hat so ein schönes Familienleben, das ist toll. Wir haben übrigens mal einen Kreis gemacht, einen Gesprächskreis in der Hausgemeinschaft, als wir die Kampagne gemacht haben, die Kraft der Worte und Gedanken. Das habe ich mit meinen Hausleuten gemacht. Und der Höhepunkt war, ist eine Übung, wir nehmen ein großes Blatt Papier, jeder schreibt seinen Namen auf und gibt es dann dem Nachbarn und der schreibt drauf, was ich an demjenigen, dem der Zettel gehört, schätze. Und dann geht es rum. Dann hat jeder einen Zettel gehabt mit 10 Einträgen. Wir sind 11 Erwachsene bei uns im Haus. Mit 10 Einträgen, was man am anderen schätzt. Wow, und das war so toll. Ich glaube, dass das Reich Gottes ist. Es war nicht so viel von Gott drin. Ich habe Ihnen auch vorher versprochen, ich missioniere euch nicht. Weil das, sie sind da nicht so offen. Da war der Höhepunkt für mich, da ist ein Muslim dabei. Und ich habe ihnen alle eine Bibel geschenkt. Und der Muslim kannte das Buch nicht und hat danach gefragt. Dann konnte ich es meinen ganzen Nachbarn erklären, was dieses Buch für ein Buch ist. Und das war schön. Aber das war so eine Brücke. Ja, wie würde er umgehen mit anderen in der Gemeinde, mit meinen Geschwistern in der eigenen Gemeinde, mit denen ich Probleme habe? Wie würde er umgehen mit dieser und jener Auseinandersetzung und Verletzung? Es passiert so leicht, dass wir umgehen wie alle in dieser Welt mit den Dingen. Und das Letzte, vergesst den Missionsauftrag Jesu nicht. Das haben wir jetzt gerade schon gehört. Jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes, berufen in der Beziehung mit ihm zu leben. Manchmal denke ich, viele Christen schämen sich dafür, über Jesus zu reden. Die trauen sich gar nicht. Es ist die beste Botschaft der Welt. Und ja, und wir sind geboren, um diese Beziehung zu leben. Und es geht um diese Beziehung. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt das und das und das und das und das alles zu tun hätten. Nein, es geht um diese Beziehung. Und da können wir einladen. Und darum geht es. Und das müssen die Menschen wissen. Unsere Menschenrechte basieren auf den Werten der Bibel. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und hat eine Würde. Er ist gegenüber Gottes. Er ist zum Abbild Gottes geschaffen. Er ist berufen, für diese Erde zu sorgen.
Das ist biblisch und ist die Grundlage der Menschenrechte. Die finden wir nicht in anderen, in nicht christlich geprägten Kulturen. Die finden wir nicht. Die finden wir nicht im Kastensystem in Indien. Die finden wir nicht in den muslimischen Ländern. Da werden die Frauenrechte mit Füßen getreten. Und in Indien, die Kasten, haben nicht diese, aber unsere Menschenrechte, haben eine biblische Grundlage. Auch das können wir Menschen sagen. Ich habe mal einen Grundkurs gemacht, einen kleinen hier. Da hatte ich einen aus der CDU hier in Aachen dabei. Wir hatten mal ein Gemeindeglied, die war in der CDU und die hat dann einen Kumpel angeschleppt, weil die hat immer gesagt, hey, wir haben das C in der Partei. Und dann hat die über Jesus geredet. Und dann habe ich einen Grundkurs gemacht und den habe ich anders gemacht als die anderen. Ich habe nämlich bei der Schöpfungsgeschichte angefangen und bei den Menschenrechten und beim Menschenbild. Biblisch basiert. Ich glaube, die Menschen müssen das hören. Unsere Gemeinde ist dadurch entstanden, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Das ist unser Erbe. Damals hatte ich als Pfarrerin das Vorrecht, in die verschiedenen Häuser zu gehen. Bei jedem Anlass von Taufe, Trauung, Beerdigung, Konfirmation. Das war eine große Chance. Die haben wir als freie Gemeinde leider nicht. Und ich konnte da dieses evangelistische Potenzial ausleben. Mehr dann als Gemeindeleiterin. Aber jeder von uns ist gesandt. Und ich bete, dass wir mutig werden. Ich bete dafür, dass Menschen wieder Sehnsucht kriegen nach Gott. Ich glaube, das ist nicht mehr so wie in den 80er Jahren, leider. Es ist eine wunderbare Zeit gewesen damals. Da ist nicht nur in Stolberg viel passiert, sondern in Hamburg ist noch viel, viel mehr passiert, in Petri damals. Die Vineyard Bern, die damals auch Basilea war, ist in dieser Zeit wahnsinnig gewachsen, bevor ich sie kennenlernte. Es war auch in dieser Zeit, nach ganz kleinen Anfängen, gab es da wusch, auf einmal waren sie 800 Leute. Das habe ich zum ersten Mal von Gero Herrendorf gehört. Aber